That's interesting. Ganz ehrlich, ein Königreich für ein UAV. Schon gesagt, Fluch und Segen zugleich, ne? Kann hier durchaus noch recht. Oh Mann. Aus der Kategorie Dinge, die ich nicht wollte. Das war jetzt einmal saublöd. Der Kerl denn? Da war. Ist aber böse Posi für mich von hier aus. Die kann ich nämlich echt so gut wie gar nicht einsehen. Loadout drop on the way. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Hier vorne aber noch einer. Need recon on my position. UAV entering the AO. Moving. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Wenn man kann, sollte man natürlich die Leute immer markieren. Der macht sich jetzt nämlich hier auf den Weg nach da vorne unterhalb der Kräne. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Sitzt hier vorne bei den Lagerhallen.
Es leben halt einfach wieder nur noch 37 Leute, ne? Jetzt müssen wir hier vor allen Dingen auf die Enemy Häuser UAV achten. Overhead. Wie sieht mich nicht? Enemy UAV overhead. Oh Junge, den müssen wir wieder richtig weit und es gibt Zerro-Fahrzeuge. Oh mein Gott, how am I alive? Need recon on my position. UAV entering the AO. Kauf ich. Hinterfrage ich nicht. Be advised, UAV is being fueled. RTB for resupply. 13 nehmen wir mit. Zuschauer. Mal ein bisschen cocky grüßen. Moving out. Die Überlegung wäre. Sich dieses Vehikel hier zu schnappen. Und in den Tunnel zu fahren. Das ist jetzt scheiße. Was jetzt richtig hart sagt, ist, dass der ziemlich sicher über mir ist. Ich muss eigentlich darauf spechten, dass den jemand anders abholt. Gas is inbound. Marking two spacebars. Only four enemies remain. You know what to do. Snake Shot Revolver. Das habe ich ja seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Oh, das war der, den ich oben noch gesehen habe. Das sind da 20 Abschüsse und 5 Zuschauer. Ah.
kein Self-Res 31.200. Der Walling? Okay. Okay, krass. Krass. Schauen wir mal kurz in die Deathcoms gleich, was wir da jetzt kriegen. Es kann aber auch sein, dass der brutaler Spitze ist. Scheint ein Twitcher zu sein. Okay. Niemand sagt was. Krass. Ja, der hat's richtig gut gemacht. Mal schauen, vielleicht gucke ich gleich mal in den Stream rein, wie der sich so anstellt. Aber Snackshot Revolver. Es wirkt ein bisschen komisch, wie er sich letztendlich hinten raus bewegt hat. Als ob es darauf anlegt, dass man ihn anschießt. Was ich nicht verstehe, weil er hat keinen Self-Res. Naja.